Hallo, willkommen in Jaula Musos Küche. Heute wir haben für euch Salat, weil es ist jetzt Sommer, es ist viel, viel heiß. Davor Salat zu essen ist einfach was anderes zu essen. Heute wir vorbereiten einen einfacheren Salat. Ich zeige euch die Zutaten. Wir haben Radizen, wir haben rote Beete, frische, wir haben Avocados, Tomatos, ein paar Tomaten haben wir auch, Paprika, rot und grün nehmen wir und Gurke haben wir auch noch da ein Stück, unsere frische Salat, Kopfsalat, frische Blattsalat haben wir auch noch da und Zitrone, die kommt nachher für unsere Dressing. Also für Dressing machen wir Kräuterdressing. Habe ich heute eine Rosmarin geschnitten, also frische Rosmarin geschnitten für die Salatdressing. Dann habe ich noch Oregano, da mache ich noch auch da rein. Das ist in, habe ich da reingeschüttet und haben wir noch Pfeffer und haben wir noch auch Olivenöl. Das kommt alles nachher in den Salat. Also wir vorbereiten jetzt schon Schneiden. Wir haben schon fertig mit Schneiden. Das ist die Gurke, die ist schon geschnitten. Der Paprika, der rote und grüne Paprika. Wir haben unsere rote Beete, das Radizen und Tomaten. Haben wir jetzt alles geschnitten. Jetzt fehlt nur der Avocado und eine Selleriestange machen wir auch noch da rein. Also jetzt kommen wir jetzt zum Dekorieren. Jetzt alles ist schon schön geschnitten, fein und schön geschnitten, wie man sieht. Die sind alle schon schön und fein geschnitten. Das sind die rote Beeten, Tomaten und die Radieschen. Und jetzt die Gurke und Paprika. So, jetzt das die Salatstange, das schneide ich auch noch dazu. Das zeige ich noch nachher, wie ist das geschnitten. Dekorieren. Die Tomaten. Sellerie und Entschuldigung, das ist der Radieschen. Die Sellerie kommt hier. Und unser Butter. Also jetzt, wir machen unser Dressing. Wie gesagt, das ist eine Kräuterdressing. Also das ist Oregano. Das ist, vorhin habe ich schon gesagt, das ist eine Rosmarin schon gehackt. Ich nehme eine halbe Teelöffel Oregano dazu und dann auch Salz, dieselbe Menge Salz, halbe Teelöffel Salz oder beziehungsweise Teelöffel Salz. So, Pfeffer, ein bisschen, nicht so viel. Dann haben wir Olivenöl. Ich nehme zwei bis drei. Komm mal hin. Dann kommt ganze Zitrone, kommt auch noch dazu.
so die Zitrone. Ganz ist einfach zu übergießen, wenn man jetzt sofort essen will oder wenn man nachher später auf den Tisch liegt, einfach und essen. Danke fürs Zuschauen und vergessen nicht kommentieren, abonnieren und uns eine Daumen hoch zu geben. Vielen Dank, das ist heute unser Sommersalat. Guten Appetit.